Das Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Johannes Scherer. Um kurz vor 7:30. Gestern war der Welttag der Komplimente. Sie haben es bei uns gehört, aber ausnahmsweise müssen wir nochmal nachfeiern, weil wir kriegen so selten positives Feedback. Und deswegen freuen wir uns auch noch heute über nette Worte von Ihnen, weil uns hat eine tolle Mail erreicht. Nicht aus Holland, aber mal von einem Nederlandse, von einem Holländer. Leider nicht unser Chef, Julia, sondern Jeff Schippers aus Dieburg. Er bedankt sich für die letzten Jahre Deutschunterricht zwischen 7 und 8, klar, weil da hört er uns immer und sagt, sein Deutsch hat sich angeblich, ich kann es nicht richtig verstehen, Johannes, warum, aber dank uns verbessert. So welche, und es freut uns natürlich welche sehr. Welche bessere Worte, ja. Mhm. Ja, und Jeff, wenn du uns jetzt gerade hörst, sehr, sehr gerne und Dankeschön für deine liebe Mail. Herzlich bedankt. Jeff und sehr gut. Wir machen jetzt einfach weiter mit Dermot Kennedy und Giants. Ich bin so gerührt und danach noch Robin Schulz. Wenigstens die Holländer finden uns lustig. FFH, das Wetter. Heute erwartet uns meist wieder schönes und auch klares Wetter und jetzt aktuell haben wir sehr unterschiedliche Temperaturen, also beispielsweise im Rhein-Main-Gebiet oder in Südhessen schon +6, +7 Grad, aber auf der anderen Seite in einigen Tälern, zum Beispiel in Mittelhessen oder auch in Osthessen -3, -4 Grad. Diese Temperaturen gleichen sich im Laufe des Tages an. Es wird also heute Vormittag erstmal frisch sein, aber heute Nachmittag dann 9 bis 13 Grad und nur über Nord- und Osthessen hängt so ein bisschen Nebel, der löst sich auf. Ansonsten wieder ein herrlicher Tag mit viel Sonnenschein und viel blauem Himmel bis heute Abend. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen Hessen. Diesen Freitag hören Sie bei uns das doppelte Jottchen, aber nicht Johannes und Julia, ja, sondern Johannes und Johannes. FFH Promi Takeover. Johannes Strate von Revolverheld übernimmt Guten Morgen Hessen. Yo! Ab 7:30 übernimmt Johannes Strate die Show, der nächste Star, und wir quatschen ein bisschen mit ihm heute früh, gell? Genau, der Mann von Revolverheld. Er hat auch gesagt, er will jetzt ein paar Kollegen auch dissen, worauf ich mich schon sehr freue. Zum Beispiel sein guter Kumpel, ja, die kennen sich ja alle, die mögen sich auch. Das ist auch liebevolles Dissen. Max Giesinger zum Beispiel ist ein, Dissen. Max Giesinger ist ein guter Kumpel von ihm, der war ja schon dran, der war begeistert. Johannes Strate, wie fühlt sich das für dich an, im Vorfeld sagen zu können, hey, am Freitag moderiere ich meine eigene Radioshow? Ich rede seit Wochen von nichts anderem hier. Ich laufe in Hamburg durch die Straßen und sage, ich bin übrigens Radiomoderator, ich habe eine eigene Show. Hey. Ja, ich finde es natürlich gut. Freue ich mich natürlich. Ich stehe extra für euch ein bisschen früher auf und dann wollen wir mal gucken, dass wir den Laden zerlegen. Sehr schön. Wer wird aus deinem Umfeld alles einschalten, wenn du hier den... Ich meine, inzwischen ist ja alles möglich. Man kann also auch in Hamburg, Bremen, Worpswede und so kann man über Internet durchaus auch mithören. Gibt es da auch schon Leute, die sagen, oh, da stelle ich mir mal einen Wecker? Oder steht keiner auf für dich so früh? Das ist natürlich gemein, ne? Aber also ich glaube, aus meiner Band wird, sagen wir mal, Chris wird zuhören, weil der ist dann schon wach, und Jakob auf keinen Fall, weil der schläft auf jeden Fall noch. Und ich gehe mal davon aus, dass Max Giesinger natürlich einschalten wird, klar, weil er jeden Moment nutzt, um meine Stimme zu hören. Das kann ich verstehen. Und Johannes Oerding kann ich zum Beispiel sagen, wird definitiv nicht einschalten, weil vor 14 Uhr passiert bei dem nichts. Geil. Ansonsten, ja, vielleicht hören meine Eltern zu, wer weiß. Ich glaube, dass wir viele Hörer haben, die jetzt schon richtig heiß drauf sind, dass du hier am Start bist und die auch ganz viele Fragen haben. Gibt es eine Frage, die du in Interviews vielleicht auch immer wieder gestellt kriegst, wo du sagst, ich kann es nicht mehr hören, Leute? Nur damit wir Bescheid wissen und es weitergeben können, ja, was wäre das? Also ich glaube, so die klassische Bandfrage ist immer, wie seid ihr auf euren Bandnamen gekommen? Das möchte keine Band gefragt werden. Ja, gut. Die dann bitte cutten. Ja. Die cutten wir dann. Also, wenn Sie aber sonst eine Frage haben an Johannes Strate von Revolverheld, sehr gerne, zum Beispiel als WhatsApp-Sprachnachricht an die 069 1972 5. Bitte aber bis Freitag 7:30, weil dann übernimmt er hier die Show. Und übrigens, bevor die Frage jetzt extra trotzdem gestellt wird, weil er sie nicht hören will, Revolverheld deshalb, weil die Band mit Worten schießt. Das ist die Erklärung, warum sie auf diesen Bandnamen kommen. Ja. Heute startet in Fulda am Landgericht ein Prozess, bei dem uns allen, glaube ich, ein bisschen anders wird. Ein Mann muss sich da vor Gericht verantworten, dessen Flugzeug hat vor 2,5 Jahren auf der Wasserkuppe bei einer missglückten Landung eine Frau und ihre beiden Kinder getötet.
Oh, FFH-Reporterin Eva-Maria Lauber, du bist ja für uns auf der Wasserkuppe, an dem Ort, wo das Unglück passiert ist. Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, wie genau konnte es damals dazu kommen? Am 14. Oktober 2018, das war ein wunderschöner, sonniger Herbsttag, da war hier auf der Wasserkuppe eine Menge los, viele Ausflügler waren da, ja, und da ist das schlimmste Flugzeugunglück passiert, was die Wasserkuppe je erlebt hat. Der damals 56 Jahre alte Pilot, der kam mit seinem Sportflugzeug einer Cessna aus dem Bereich Mannheim-Ludwigshafen und hatte noch drei weitere Passagiere mit an Bord. Und als er hier landen wollte, auf einer kleinen Landebahn auf der Wasserkuppe, da setzte er zu spät auf und er merkte das, wollte nochmal durchstarten und das hat nicht geklappt. Das Flugzeug ist über das Ende der Landebahn gerast, durch eine Schranke hindurch, über so eine schmale Straße, die er da entlang führt. Ja, und auf der anderen Seite von der Straße, da stehe ich gerade und hier standen damals eine 39 Jahre alte Mutter, ihr 11-jähriger Sohn und ihre 12-jährige Tochter aus dem Main-Kinzig-Kreis. Und die wurden von dem Flugzeug erfasst und getötet. So unfassbar schrecklich das ist für die Hinterbliebenen, sicher auch für den Piloten selber. Mhm. Was kann man ihm denn vorwerfen? Also was genau wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor? Er ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Also sein Flugzeug soll überladen gewesen sein und so hätte er eigentlich gar nicht erst starten dürfen, sagt die Staatsanwaltschaft. Dann soll er noch einen Flugfehler gemacht haben, wegen dem er zu schnell und zu spät auf die Landebahn aufgesetzt ist. Und dann soll er auch zu spät versucht haben, durchzustarten. Oh Mann. Um 9:30 startet der Prozess gegen den Piloten. FFH-Reporterin Eva-Maria Lauber ist für uns mit dabei. Aus der Rhön für Hessen. Hitradio FFH. Sie hören H. FFH. Ja. James Bond-Schauspieler Daniel Craig hat heute Geburtstag. 53 wird er, wir sind geschüttelt und gerührt. Und pünktlich zu seinem Geburtstag wurde der Starttermin des neuen Bond-Films auch mal wieder verschoben. Zum gefühlt 78. Aber nach vorne. Nach vorne, das müssen wir dazu sagen. Wow. Das ist wichtig, ja. Keine Zeit zu sterben soll jetzt schon Ende September statt im Oktober in die deutschen Kinos kommen. Und klar, dieser Starttermin, du hast gerade gesagt, gefühlt 100.000 Mal verschoben, weil halt die Kinos immer noch dicht sind. Und ich hoffe so sehr, dass es klappt, weil ich mega heiß drauf bin und ein Riesenfan von Daniel Craig. Ich finde ihn ja mega heiß. Ich auch. Du auch? Ja, also eher Bond als Craig. Also mir ist es fast wurscht, ob der damit... Ja. Gut. Ich glaube, die Bond-Fans können den Trailer zum neuen Film vermutlich auch schon auswendig. Gibt's ja schon seit über einem Jahr. Aber genau. Vermutlich hat er sich jetzt impfen lassen und darf jetzt früher ins Kino. Ich weiß es nicht. Also, wenn sich der Termin wieder ändert, dann hören Sie es natürlich bei H. FFH. Es wird nicht besser, wenn man nochmal macht, ne? Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, eines Tages verlieb ich mich auch mal unglücklich, nur um meiner besten Freundin Biggie mit meinem Geflänne auf den Sack zu gehen. Anke, statistisch gesehen hat jeder einen Deppen im Freundeskreis. Biggie ist kein Depp. Und wenn du keinen hast, dann bist es vielleicht du. Einmal die Vier und ein Freundschaftsbändchen. Momentchen mal bitte. Stefan, meine Freunde können sich hundertprozentig auf mich verlassen. Meine Feinde auch. Gute Freunde erkennt man jedenfalls daran, dass sie immer da sind, wenn sie einen brauchen. Also rund 75% der Deutschen sind der Meinung, dass es Freunde fürs Leben wirklich gibt. Gute Freunde zu finden ist schwer, sie wieder loszuwerden unmöglich. Ich kenne ja einen Tankwart, der seine Freunde für die Hälfte tanken lässt. Echt jetzt? War doch nur Spaß. Das wäre ja auch noch schöner. Also, war doch nur Spaß. Ein Tankwart hat keine Freunde. Nach 28 Euro sammeln Sie Friendscout-Punkte. Haben Sie eine Freundin-Card oder sind Sie im Fünf-Freunde-Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.
Egal, wie oft Sie dieses Video schon bei uns in Web und App angeklickt haben, die Laune wird einfach besser davon. Geht um die tierischste Liebesgeschichte überhaupt. In Wanfried in Nordhessen hat Tierarzt Ernst Wilhelm Kalden ein Babywildschwein aufgenommen, weil der kleine Frischling hätte sonst nicht überlebt. Und seine Dackeldame, die Urmel, hat das Kerlchen adoptiert, aber so süß. Okay, du hast mich weich. Ich bin normalerweise, weil Julia ist normalerweise hier zuständig für Tierthemen, süße Tierbabys und so, aber ich bin ehrlich gesagt jetzt, also spätestens als ich gehört habe, dass der Dackel Urmel heißt, das ist wirklich goldig. Ist die Dackeldame war sozusagen scheinschwanger, kann man sagen, und dann ist das Babywildschwein eingezogen und hat es als Welpen angenommen und säugt es jetzt sogar. Es ist verrückt, dass sowas überhaupt möglich ist, ne? Ja, dass die Natur sowas macht, ne? Ja. Beethoven heißt der Frischling und ist jetzt so an Menschen gewöhnt, dass es für immer im großen Garten von Ernst Wilhelm Kalden leben darf. Ist das nicht schön? Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer.